Die Kirche ist spätgotisch aus dem 15. Jahrhundert. Auf der Südseite befindet sich ein spektakuläres Renaissanceportal aus dem Jahr 1538, möglicherweise aus der Schule von Juan de Vallejo, dessen Dekoration aufgrund seiner Kompositionsstruktur plateresk, aber manieristisch ist. Das Portal wird von zwei großen Pilastern flankiert, die mit barocken Elementen vernietet sind. Die Dekoration des gesamten Portals ist sehr reich, überwiegend grotesk, Pflanzenelemente, Harpyien, Hühnervögel, Patten, Kandelierdekoration und die Darstellung von zwei sitzenden, nackten menschlichen Figuren, die florale Formen halten. Den Satz des Deckels krönt eine Nische mit dem Bild unserer lieben Frau von der Himmelfahrt und alles gekrönt von einem dreieckigen Giebel. Sein Inneres ist in drei Schiffe unterteilt, die mit Rippengewölben und einem quadratischen Kopf bedeckt sind. An den Seiten zwei Sakristei und ein schlanker Turm, im letzten Abschnitt der Glockenturm aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt sieben Altarbilder aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das Altarbild des Hauptaltars stammt aus dem 17. Jahrhundert, im romanischen Stil, mit Szenen der Flucht des heiligen Josef und der Jungfrau Maria, der Geburt Jesu, der Verkündigung und der Anbetung der Könige. Das einzige erhaltene romanische Zeugnis im Inneren ist ein polygonaler Taufstein, der mit 12 Halbkreisbögen geschmückt ist, die abwechselnd auf einfachen und paarigen Säulen vom Anfang des 13. Jahrhunderts ruhen. Hervorzuheben ist die Schnitzerei der Jungfrau von Cobos, eine 60 cm große sitzende Skulptur aus polychromem Holz aus dem zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts.